Ich erinnere mich noch sehr genau, es war im Jahre 2013, da hat die Regisseurin, die jetzt hier bei uns steht und die gerade ihre Premiere hinter sich hat, ihren Film vorgestellt. Im Panorama war das oder im Forum? In der Perspektive. In der Perspektive Deutsches Kino, genau, in der extra deutschen Reihe, die es hier gibt im Haus, den Film Zwei Mütter. Und das war ein Dokumentarfilm mit Spielfilmelementen oder umgekehrt, ein Film, wo es um die Frage geht, wie zwei lesbische Frauen zu einem Kind kommen. Das hatte durchaus auch eine komische Seite, aber es war vor allem ein sehr, sehr schwerer Weg, den sie da gegangen sind. Und ich habe mich dann riesig gefreut, als ich mitbekommen habe, dass es diese Regisseurin ist, die Deutschland im Wettbewerb in diesem Jahr vertritt, mit einem Film, der ein ähnliches Thema durchaus hat. Es geht wieder auch um Mutterschaft, es geht um die Verantwortung. Also ein Film, der sehr aufführend ist und der hier im Wettbewerb der Berlinale heute eben präsentiert wurde. 24 Wochen, bitte begrüßen Sie Anne Sora Berager. Schön, dass du da bist. Willkommen und Glückwunsch natürlich zur Premiere. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Und dieser Film lebt natürlich nicht zuletzt von zwei hingebungsvollen Darstellern, die also ganz offensichtlich auch dieses Experiment, denn das war es ja sicherlich auch, so zu erzählen, von so etwas in dieser Form zu erzählen, angenommen haben für sich als große schauspielerische Herausforderung. Und als ich den so gesehen habe, dachte ich mir, cool, jetzt sieht Meryl Streep diese beiden Schauspieler und wird darüber nachdenken. Das ist eine tolle Vorstellung, finde ich. Und damit ganz herzlich willkommen Julia Jentsch und Bjarne Mädel. Schön, dass ihr da seid. Hallo, willkommen. Hallo. Hallo, ja, das haben wir auch gedacht. Sie muss den Film angucken, ob sie will oder nicht. Genau, sie nimmt den Job auch sehr ernst, glaube ich. Also insofern ist das durchaus nochmal ein Nebeneffekt. Für Julia ist es ja sowieso durchaus jetzt eine erfahrene Sache. Du hast dich schon großen Triumph mit Sophie Scholl. Also wie ist Berlinale für dich jetzt so? Cool? Kennt man? Ja, überhaupt nicht cool. Immer wieder toll und fantastisch hier zu sein, auch ohne Film. Und jetzt aber nach einigen Jahren wieder mit einem Film im Wettbewerb. Das war also die Nachricht, ich habe in der S-Bahn geschrien, als ich es gehört habe. Es war großartig und ein großes Geschenk für alle Beteiligten. Super. Ja. Bjarne, man nimmt dich ja auch natürlich wahr als tollen Fernsehstar, auch in sehr komisch grotesken Rollen. Das ist jetzt eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Figur mit einer großen Ernsthaftigkeit und keine leichte Rolle. Als der Mann ist man oft derjenige in diesem Film. Wir kommen gleich drauf, der dabei steht, der reagieren muss, der wenig agieren kann. Was war das für dich jetzt auch für so ein Gefühl, bei so einem Film dabei zu sein und eben jetzt auch auf der großen Leinwand Meryl Streep zu beeindrucken? Es war eine lange Frage, da waren so viele kleine Teilfragen. Du schaffst das. Also, ja, es war natürlich toll, so ein Angebot zu bekommen, mal so eine Rolle überhaupt spielen zu dürfen. Dann habe ich irgendwann gehört, Julia Jentsch soll mitspielen und die finde ich gar nicht so schlecht. Und habe mich wahnsinnig gefreut, Julia kennenzulernen. Und für mich ist natürlich toll, dass ich mal nicht lustig sein muss, sondern sowas spielen darf. Aber ich mache da gar nicht so einen großen Unterschied. Also ich nehme das komische Fach genauso ernst und habe jetzt nur gemerkt, weil ich wurde auch immer das heute schon gefragt, wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Man kann sich darauf nicht vorbereiten, genauso wie die echten Eltern sich auch nicht auf so eine Diagnose vorbereiten können. Die Recherche war super, die Vorarbeit von Anne war toll, das Buch war toll. Und ich habe versucht, mich da einfach reinfallen zu lassen und im Moment zu sein. Und das war gar nicht so einfach. Kann ich mir gut vorstellen. Danke auch für die Überleitung jetzt schon mal zu dem eigentlichen Fall, zu der eigentlichen Geschichte, die wir vielleicht mal kurz skizzieren können. Also wir haben hier ein Ehepaar, offenbar sehr glücklich. Eine Tochter haben sie schon, was ich sehr wichtig finde, dass man das weiß. Und nun ist sie wieder schwanger. Und was kommt jetzt eben für eine Diagnose? Nun ist sie wieder schwanger. Sie ist eine Kabarettistin. Ja. Sie tingelt von TV-Show zu TV-Show. Und sie ist im sechsten Monat schwanger und sie erfährt, dass ihr Kind etwas hat. Eine schwierige Fehlbildung. Und nun steht das Paar zusammen mit der ganzen Familie vor der Entscheidung, was machen sie jetzt? Was sollen sie machen? Sollen sie dieses Kind bekommen oder sollen sie dieses Kind nicht bekommen? Ja, also man muss sich überlegen, die Hauptfigur hat das Kind ja im Bauch, sie hat Bewegungen gespürt, sie kennt dieses Kind schon lang und tja, dann wird diskutiert. Ich wusste tatsächlich, diese Rechtslage, die war mir jetzt nicht vertraut. Ich wusste nicht, dass man in einem solchen Fall tatsächlich bis eigentlich kurz vor Ende der Schwangerschaft dieselbige noch unterbrechen kann. Das ist die reale Rechtslage, die ihr auch so recherchiert habt? Das ist die reale Rechtslage. Davon handelt der Film, ja. In Deutschland ist es so, dass man bis zu den Wehen sein Kind abtreiben darf. Und dabei geht es vor allem um die Frau. Wenn sich die Frau physisch oder psychisch nicht in der Lage fühlt. Praktisch sieht das so aus, die Ärzte fragen die Eltern, fragen die Frau. Fühlen Sie sich in der Lage? Können Sie das oder können Sie das nicht? Wie wichtig war es dann auch für diese Figur, um die zu verstehen, dass die eben eine Frau in der Öffentlichkeit ist? Also sie ist ja ein richtiger Star, ganz offensichtlich eine der wenigen Frauen in der Kabarettszene, die dann also auch richtig populär ist. Warum muss die so eine öffentliche Person sein? Warum erzählt sie es dann offenbar auch anders, als wenn sie jetzt eben an der Kasse sitzen würde? Ich fand es spannend, dass der Film dieses Element noch dazu reinbringt, auch noch als Thema, was das noch für eine Bedeutung hat. Für die Astrid selber oder für mich, als der Charakter, hat das nicht so eine starke
Rolle gespielt, schon immer, aber für andere Gründe, die ich mir für sie gesucht habe oder die in ihrem Leben gesetzt waren, waren für mich viel entscheidender und fand mehr, dass Markus das dann in einer Situation, wo er selber so ratlos ist, weil er merkt, die Frau geht in eine ganz andere Richtung als er, das so als Vorwurf nimmt und benutzt und weiß, wie das trifft. Aber ich habe es für mich nicht als Grund gesehen. Was kommt als Druck noch dazu, dass sie eben auch in der Öffentlichkeit steht und beobachtet wird, auch eben in diesem Prozess der Entscheidung, nicht? Und Leute zum Lachen bringen muss, ja. In dieser schwierigen Entscheidung. Sie ist ja privat wirklich in einer absoluten Extremsituation und auf der Bühne muss sie immer noch die Leute zum Lachen bringen. Das ist ja noch viel schwerer, als selber zu lachen. Es belastet natürlich, dass sie dann mitbekommt, da wird das dann einfach schon erzählt, obwohl sie noch nicht damit an die Öffentlichkeit will. Das kommt so als Druck dazu. Aber eben, sie entscheidet sich nicht deswegen so oder so. Aber das ist eben eine Belastung und etwas, was dazu kommt, schwer macht, damit umzugehen. Wie kann ich das im Griff halten und wer mischt sich da jetzt alles ein, wenn das zwischen uns schon so schwierig ist? Zumal sie auch ins Radio geht, Interviews gibt und das wird dann immer öffentlicher. Sie ist aber nicht bei Radio 1, sie ist bei ganz komischen Sendern, muss ich dazu sagen, wo die auch wirklich sehr indiskret sind. Ja, jetzt ist das eben auch eine Geschichte eben über ein Ehepaar. Wie geht das um mit dieser Drucksituation? Vielleicht kannst du uns mal schildern, wie die beiden so miteinander auch umgehen, wie das funktioniert. Es ist ja doch eine Gemeinschaft, die schon eine Weile existiert und wo die Chemie erstmal auf den ersten Blick durchaus stimmt. Aber so ein Druck, der erzeugt natürlich dann auch sehr viele Konflikte. Es waren schon wieder viele Fragen auf einmal. Ich weiß aber, dass du das kannst. Nein, ich habe das Gefühl, die anderen kriegen immer eine Frage und ich kriege immer drei oder vier. Die haben jetzt auch schon so viel geredet, da bist du jetzt dran. Also das stellt diese Beziehung natürlich extrem, stellt die auch unter Druck, setzt sie unter Druck. Und wir sind eine Einheit als Paar. Markus versteht sich als moderner Mann, der seine Frau unterstützt. Und die zusammen Sachen entscheiden. Und dieses Schicksal, was jetzt auf uns kommt, auf uns zukommt, das kann man eben nicht gemeinsam entscheiden, weil es in letzter Instanz die Entscheidung der Frau ist, die dieses Kind in sich trägt. Und das ist für einen Mann eine ganz schlimme Situation, weil man ist da komplett hilflos. Egal wie sehr ich mir das wünsche, das Kind zu bekommen, ich habe es einfach nicht in der Hand und nicht im Bauch. Und das, musste ich dann auch erleben da. Und das bringt diese Entscheidung, dass wir das eben nicht mehr gemeinsam entscheiden, das bringt eigentlich das Paar ein bisschen auseinander. Das ist, ich glaube, nicht, ob man das jetzt bekommt oder nicht bekommt, sondern dass diese Entscheidung nicht mehr gemeinsam getroffen werden kann. Das stellt die Beziehung echt auf eine Probe. Also das ist ein ganz wichtiges Element, finde ich, auch nochmal dieser Geschichte, die, wir haben es ja gehört, ihr genau recherchiert habt. Und trotzdem muss ja das Element der Erfindung dann dazukommen. Das eine ist die Rechtslage, sind die Erfahrungen, die solche Paare haben. Aber dann muss man ja Figuren erfinden, die damit auch umgehen. Vielleicht kannst du das mal schildern, wie du vom Dokumentarischen her dann in die Fantasie gegangen bist. Ich habe mir einen Drehbuchautor gesucht und habe mir ganz viele, ich habe viele Menschen getroffen, die diese Erfahrung gemacht haben. Das sind nicht nur Pärchen, nicht nur Mann und Frau, sondern eben auch Ärzte, Hebammen, die sind ja alle davon betroffen, wenn ein Kind nicht bekommen wird, also wenn man das Kind spät abtreibt. Und dann haben wir das immer aufgenommen auf Tonband und dann sind manchmal Gespräche eins zu eins eigentlich übernommen worden, andere Sachen haben wir ganz anders gemacht. Also das ist so eine Mischung aus der Realität und der Fiktion und das haben wir da alles so zusammengebracht. Im Film gibt es, und das erinnert mich immer an Andreas Dresen, Halt auf freier Strecke, an die Methode, also neben den professionellen, wunderbaren Schauspielern, dann eben Ärzte, Hebammen offensichtlich, also echtes medizinisches Personal. Und ich muss sagen, die haben mich extrem beeindruckt. Man, die wissen doch zum Beispiel, dass du Schauspielerin bist, aber diese Gespräche laufen mit einer solchen Ernsthaftigkeit und auch Verantwortlichkeit ab. Wie hat das so funktioniert? Nee, es hat mich oder uns, wenn ich das sagen darf, auch sehr beeindruckt, weil ich weiß noch, vor der ersten Szene, wo wir wussten, wir treffen auf einen sogenannten Laien als Schauspieler, aber Fachpersonen in dem eigenen Beruf, habe ich dann Anna auch gefragt, ja, aber wie machen wir das denn? Wir haben hier unsere 5 Seiten lange Szene, unseren Text, den gelernt. Sagen die denn auch das, was sie dann sagen sollen? Sie sagt, nee, natürlich nicht. Sagt sie, die kennt die Szene überhaupt nicht. Oh, okay, das kann ja lustig werden. Sie hat gesagt, weil dann wird das nicht mehr natürlich. Die wissen, worum es fachlich geht in der Szene und die sollen sagen, was sie auch in echt sagen würden. Und wir hatten halt den roten Faden der Szene, unserer Figuren im Kopf, haben versucht, unseren Text einzubringen. Und wenn es aber eine ganz andere Richtung ging, mussten wir uns darauf einlassen. Janne, nur eine Frage. Ging es dir genauso damit? Vielen Dank. Ja, absolut. Also bei Komik muss man natürlich dann viel mehr denkt man über Timing nach und wie sitzt die Pointe am besten. Und hier wusste man eben, dass das wird jetzt eine ganz andere Art von Arbeit. Man muss sich einfach
diese Situation nehmen, die ernst nehmen und versuchen, so echt wie möglich zu empfinden. Und wenn man was nicht versteht, was der Arzt sagt, dann fragt man eben nach. Ich habe es nicht verstanden. Und nicht, weil es im Textbuch steht, sondern weil man es wirklich nicht verstanden hat. Insofern war es teilweise auch einfacher, weil die Ärzte eben so toll waren, dass man authentisch reagieren konnte. Aber das ist bei tollen Kollegen eigentlich auch so. Wenn jemand toll mit einem spielt, dann reagiert man auch und spielt nicht was vor. Und das war eben bei den Ärzten ganz besonders so. Also es gibt eben wieder diese Mischung, wenn man so will, zwischen dokumentarischem und inszenierten, wie in dem Film davor. Es gibt sogar in diesem neuen Film eine Anspielung oder mehrere Anspielungen auf zwei Mütter, in dem die zwei Mütter ja wieder auftauchen, was mich sehr gerührt hat, die so zu sehen in ihrer Situation. Aber mich interessiert schon, warum es für dich so ein wichtiges Thema ist. Also diese Verantwortung von Eltern, die Verantwortung eben für den Nachwuchs. Das zieht sich jetzt durch bei dir. Vielleicht wird es eine Trilogie, vielleicht kommt noch was. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe auch lange überlegt, machst du das jetzt? Machst du nochmal ein Thema über das Muttersein, über das Elternwerden? Und dann habe ich aber dieses Thema gefunden und das war irgendwie klar, dass ich das machen muss. Ich musste das machen und dann war mir das auch egal, wenn das wieder ein ähnliches Thema ist. Das war dann egal. Der nächste Film handelt nicht davon. Nun ist es ja, wahrscheinlich wird es jedem Zuschauer so gehen, nicht nur Frauen, Männern auch, dass man sofort anfängt nachzudenken, wie würdest du dich verhalten? Nicht? Der Film fordert uns heraus und er macht es sich da auch absolut nicht leicht. Also es gibt keine leichte Antwort darauf, nicht? Man überlegt die ganze Zeit. Und ich denke mir, es war vielleicht bei dir auch so, bei der Arbeit an diesem Film, eben genau zu überlegen, was würde ich tun? Das ging mir so, natürlich. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, was würde ich tun? Und am Anfang, als ich angefangen habe zu recherchieren, war das noch ein bisschen anders. Da dachte ich immer, zum Beispiel ein Down-Syndrom-Kind, das kann man ja bekommen. Ich könnte das schaffen. Ich würde das schaffen, aus meiner Situation heraus. Als ich dann weiter recherchiert habe, fing das an zu bröckeln, diese Meinung. Dann dachte ich irgendwann, okay, auf der einen Seite gibt es über 90% der Frauen entscheiden sich gegen ihr Kind, wenn es eine Fehlbildung hat, nach dem dritten Monat. Und da gibt es so ein Gap dazwischen. Auf der einen Seite versucht man menschlich zu sein. Man versucht zu sagen, ja, natürlich würde ich das Kind bekommen. Auf der anderen Seite sagt diese Zahl was ganz anderes. Und ich musste einfach lernen daraus, dass man das aus dem Trocknen heraus nicht entscheiden kann, sondern dass man in der Situation sein muss und dann ganz anders reagiert. Dann noch eine letzte Frage an euch. Also der Film lebt ja gerade davon, dass ihr mit so einer Radikalität dabei seid. Also diese Phasen, ich hatte den Eindruck, wirklich auch durchlebt habe bis zum Schluss. Und ich wüsste eben gern von euch, wie das eben war, wie dieser Prozess eben war. Habt ihr chronologisch zum Beispiel gedreht, hatte ich den Eindruck? Nein, nicht. Also umso mehr wundert es mich, wie dann eben so eine Kontinuität zustande kam, des Durchlebens und der Emotionalität. Durch ein tolles Buch. Durch tolle Kollegen, tolle Arbeit mit der Anne und ja, das gemeinsame Wollen, also das gemeinsame wirklich da auch reingehen wollen in die Geschichte, in diesen Schmerz, was durchaus erstmal eine Überwindung gekostet hat, aber das dann zu wollen und eine Regisseurin, die da sozusagen uns geholfen hat und das auch wollte und unterstützt und reingetrieben hat. So. Du hast auch selbst Kinder, Julia? Ein Kind habe ich. Ein Kind. Wie war es bei dir mit der Emotionalität, auch der, die man da aushalten muss? Ja, ich mag das eigentlich nicht, wenn Schauspieler so dann sagen, ich habe die Rolle mit nach Hause genommen, ich habe das nicht mehr losgelassen und so und ich habe mich gequält. Aber es war wirklich so, bei diesem Film, durch diese extremen Situationen, die man durchlebt hat, war man sehr dünnhäutig. Oder Julia ging es mit Sicherheit genauso. Man saß irgendwie nach so einem Drehtag zu Hause und hat Deutschland sucht den Superstar oder irgendwas ähnliches, weiß nicht, The Voice oder so geguckt und hat angefangen zu heulen. Und nicht, weil die schlimm gesungen haben, sondern weil man einfach, weil man sehr dünnhäutig war in dieser Zeit, weil man das nicht anders spielen konnte, als das wirklich an sich ranzulassen. Und dann ist es verdammt traurig, klar. Und dass sich das überträgt und jetzt Leute das auch so empfinden, das finde ich persönlich toll, dass wir das geschafft haben. Also ja, insofern hat es mich sehr, immer wieder sehr bewegt, diese Situation wirklich durchmachen zu müssen. Genau wie du es eben gesagt hast, der Film kommt dem Zuschauer und der Zuschauerin eben extrem nahe. Und das übrigens auch noch mehrfach. Es gibt mehrere Vorführungen. Dreimal, zuerst dann morgen um 10 Uhr, sehr früh für uns hier, Haus der Berliner Festspiele. Dann gibt es noch zwei weitere Termine. Einen deutschen Verleih gibt es noch nicht. Aber nach der heutigen Premiere, auch der Pressereaktion, habe ich schon mitbekommen, die stehen jetzt Schlange und wollen natürlich diesen Film unbedingt ins Kino bringen. Das sollte sehr bald passieren, finde ich. Denn die Leute werden es neugierig sein. Auf 24 Wochen mit Bjarne Mädel, Julia Jentsch, einen Film von Anne Sora Berasche. Vielen lieben Dank euch. Und natürlich heute noch einen schönen Abend. Gute Feier für euch. Vielen Dank. Danke.